was wir alle machen müssen in Zukunft, es wird uns immer wieder gesagt. Wir müssen uns sofort einen Gürtel besorgen. Damit wir ihn enger schnallen können. Dann müssen wir einen Teller kaufen, weil wir ohne Teller keinen Tellerrand haben, über den wir schauen können müssen. Ein Worthülsenentferner und Entkerner sei ihr, bekennt Dieter Hildebrandt. Er leistet Sisyphusarbeit, unverdrossen, seit fast 50 Jahren. Zurückschauen sollen wir, damit wir nicht sehen, in welcher Suppe wir stecken, für die wir einen Löffel brauchen, damit wir sie selber auslöffeln können, weil wir sie uns selbst ausgekocht, wie wir sind, eingebrockt haben. Und dann brauchen wir unbedingt ein Boot. Ein Boot, in dem wir gemeinsam sitzen, wo auch der Strick drin liegt, an dem wir gemeinsam ziehen. Und daneben der Riemen, an dem wir uns reißen müssen. Und die Brille, die wir brauchen, damit wir das blöde Boot sehen können, das im Teller schwimmt, wo der Löffel für die Suppe, die uns bis zum Hals steht, an dem der Strick ist, an dem wir gemeinsam ziehen, und der Teller, an dem wir uns reißen, damit der Rand von dem Teller, auf dem der Gürtel liegt, und zwar in der Suppe, die wir enger schnallen müssen, damit der Kopf, an dem wir uns fassen, wo der Strick dran ist, an dem wir uns hängen. Zukunft! Hildebrandt spricht unverhüllt aus, was Politiker den Menschen alles nicht sagen, wenn sie reden.